Letzte Lochdorp verloscht, als Puppelchen und den Mann hier erbrocht. Letzte Lochdorp verloscht, als Kand an der Nacht und Not, als Jung geborscht. Lisa hat 2015 den Serge Tonner, den André Mergenthaler, mich zusammengebracht für ein Konzert für einen gemeinsamen Freund. Und die Konzert aus dem Wohls leider den Oni hat gewirscht, weil er dort die Diagnose gehabt, dass er Leukämie hat. Und das hat uns im Summifest dann zusammengeschweißt, dass wir die Konzert auch für Lisa gemacht haben. Ein Jahr drauf, 2016, haben wir auch zusammengespielt mit anderen Freunden von Lisa. Und das war immens flott, weil Lisa da einfach mussten, gut waren, dass es auf der Bühne stehen. Wir hatten einen wunderbaren Konzert. Und dann ist es leider mit seiner Gesundheit immer mehr schlecht gehen. Und dass eben dann heute auf den Dach für ein Jahr gestorben. Und da war ganz klar, dass wir wollten irgendetwas Schönes machen für Lob seinen ersten Todestag, für dann hat's zu erinnern. Beste Lochdorp verloscht, als kann dann der Nacht und noch als jung geborscht. Was der bereit, alles abzugehen, Matzen am Leben wie um ein Funderlief. Was der bereit, alles abzugehen, fällt so oder so zu Asche wird gehen. Zu Asche wird gehen, als da sind das vom großen Fisch aus der Steck. Von da, wo wir kommen, du gib mir auch zurück. Ich war heute für die ersten Tage mal ein bisschen nervös für ein Konzert, weil es war einfach ein schwerer Moment. Ich wusste nicht so richtig, wie ich das selber leben und wie die Leute reagieren. Und es war ein bisschen ein Experiment, sich so an ein unbekannte Gefühlsfeld heranzustürzen. Ich habe selbst noch nie gemacht. Aber nur rückblickend bin ich ganz, ganz froh und dankbar, dass wir das gemacht haben. Das war ein ganz besonderes Moment. Dann ist ich noch froh, dass so viele Leute kommen, sich für den Abend mit uns zu teilen. Ich war auch extrem aufgeregt, kurz vor dem Auftritt, weil ich auch normalerweise nicht so bin. Da sind immer ein bisschen aufgeregt. Mir hei, also einfach, wohl nicht nur mit dem Emotionen, mir einfach, weil ich will so gut wie möglich machen, für den Lisa ein schönes Kado am Anfang zu machen. Und auch die Leute, die hei kommen sind, die Lisa gern hatten, da will ich das besonders gut machen. Dann geht ihnen heißt, ein bisschen nervös, wie es bis am Gange war. War ein immens Gefühl. Und die Leute sind immens noch gelauscht. Weil die Mensch, das waren die Sachen, wo Lisa für seine Aufnahme matt gespielt hat am Anfang. Wie den David da Hope gespielt hat, mit Lisa zusammen im Piano high. Ja, da sind wir auch bei Tränen gekommen. Also das ist einfach immens emotional, aber schön auch. Witzigerweise, wenn ich das so gesagt habe, hat alle uns gesagt, der war ziemlich nervös. Ich war dann schon lange nicht mehr so nicht nervös für einen Entregime-Konzert wie den Oven. Ich war froh, war nicht immer so wie für einen Konzert. Ich so am Anfang an einem gewissen Freigefühl für einfach etwas Kleines, Schönes zu spielen.